So, meine Freunde, und damit ein wunderschönen herzliches Willkommen auf Paletti TV. Ein neues Video ist am Start. Und zwar geht es heute, ich weiß gar nicht, was im Titel steht. Heute geht es ein bisschen darum, Vorbereitung Bett, Vorbereitung Elektronik. So ein bisschen, wir müssen halt die Wände nochmal rauskloppen, aber das seht ihr alles gleich. Genau. Bin gerade noch ein bisschen aus dem Puste raus. Das sieht immer noch geil aus. Ich bin mega stolz drauf. Sieht einfach bombastisch. Genau, und ja, wir fangen jetzt als erstes an, die Wand rauszumachen, weil das Moosgummi muss drauf. Ich habe hier mal gekauft, 30 Meter. Gucken wir mal, was daraus wird. Und dann Stück für Stück heute. Ich lasse mich überraschen. Ich habe keinen Plan heute, was ich mache. Das wird einfach basteln. Drauf los. Mal gucken, was passiert. Bis gleich. So, meine Freunde. Wir haben jetzt hier das schöne Moosgummiband. Und das kleben wir jetzt, wie hier bei der Wand. Ich weiß nicht, ob ich das bei einem Video gezeigt habe. Überall da, wo Schraubenkontakt ist, kommt quasi das Band drüber. Also quasi überall, einmal drumherum. Und da, wo die Bettauflage ist, auch. Genau. So, So, ich habe jetzt hier das Ergebnis. Ich bringe euch mal rüber. So. Na, Fokus. Guck mal hier. So ist jetzt überall da, wo eine Schraube hin muss. Das Stück muss ich noch aussägen, weil das ist da vorne diese Beule. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Da. Das Stück muss ich noch aussägen. Genau. Und dann habe ich mir heute schon einen Teil gekauft. Das müssen wir jetzt mal gleich zusammen gucken, ob das passt. Und zwar so eine Art, was heißt so eine Art? So eine Unterverteilung hier. So. Die hat eine Hutschiene drin. Ich bin ja gelernter Elektriker. Und eine Hutschiene drin, das ist schon ein Kasten. Und das müsste genau in diese Aussparung reinpassen. Die da. Oh, ich habe da ein Talent für. Da reinpasst. Genau. Ja, so sieht das Ding von innen aus. Vielleicht habt ihr das sowas schon mal gesehen. Jetzt probieren wir erstmal aus, ob das passt. Weil das konnte ich nämlich leider nicht testen. Ich glaube nämlich schon, dass das nicht passt. Das passt nämlich nicht. Ach Scheiße, ey. Ja gut, dann machen wir das irgendwie anders. Dann schrauben wir das nämlich einfach von außen gleich drauf. Weil eine Mittelgröße gibt es nicht. Die kleinere Größe davon, die ist nämlich nur halb so groß. Und da passt da nichts rein. So, ich habe jetzt hier vorbereitet, vier Löcher gemacht mit einem Forstnerbohrer. Und von hinten, ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen, da oben zwei kleine Latten hintergeschraubt, wo ich dann quasi von vorne gleich die kleine Mini-Unterverteilung direkt vorschrauben kann. Das ist ganz praktisch. Da muss ich quasi die Wand nicht mehr abnehmen.
Jo, das Zeug klebt wie Hulle. Ich habe immer noch ein bisschen was an den Finger. Aber jetzt sieht man mal, wie sehr die Dinger verbeult sind. So, wenn vorher war ja so einfach weiß irgendwie so und dann sah halt irgendwie schon verbeult aus, aber jetzt, wo so schwarz, wo so Licht und Schatten auf schwarz trifft, siehst du erstmal, wie viel fette Beulen da drin sind. Aber das ist egal. Spielt auch keine Rolle. Die sind jetzt halt verkleidet. Ich höre mir das heute beim Nachhausefahren nachher mal an, wie sich das anhört jetzt. Und ansonsten, ich habe wie gesagt nochmal das Doppelte gekauft, ja. Dann machen wir halt die Hälfte halt nochmal drauf. Also wir können davon theoretisch auch noch was benehmen und drumherum kleben oder so. Genau. So, Fokus. Jawohl. Wollen wir mal gucken hier, dass wir den da hingeschraubt kriegen, wa? Muss ich mir überlegen, wie ich das Maß der Maße übernehme. So kann man das machen. Ne? Einmal hier die Hutschiene rausnehmen. So, hier auch. Zack. So. And now. So. Ja. Geile Nummer. So, Kiste ist dran. Sieht gut aus. Moment. Zack. Eigentlich ziemlich geil. Geh mal mit hier runter. Oh. Wie sehe ich denn hier aus? Ich bin hier am Liegen. So. So, jetzt muss ich gucken, was davon, weiß ich noch nicht, was davon am Ende 230 Volt ist und was nicht. Was dann da rein muss, müssen wir mal schauen später. Und ja, das war wieder ein kleines Kapitel. Box ist an der Wand. Und jetzt gucken wir mal für die Vorbereitung. Erste Bett, die Bettkonsole. Ich weiß. Bis gleich. Jo. ich habe jetzt hier die überall mal die 5 Schrauben reingedreht. Jetzt habe ich das die Maße auf das Kantholz übertragen. Und die werde ich jetzt mal bohren. Und dann hoffen wir mal zusammen, dass das nachher beim Anschrauben in einer Flucht ist. So, Löcher sind gebohrt. Ich versuche das jetzt mal alles ranzuschrauben und drücke mir mal die Daumen, dass alles passt. Genau, ich stelle euch jetzt einfach mal hier hin und ja, ich habe nur einen Arm. Zwei. Mir fehlt so ein Vlog-Arm, so ein dritter. Das wär's. Naja, gut. Erstmal gucken. So, Freunde, verloren haben sie. Schön drin. Hier wackelt auch nichts. Das ist hervorragend. Da kann also, wenn das nicht hält, weiß ich auch nicht. Ja, also wenn das nicht hält, dann fresse ich Wesen, wie gesagt. Also das ist so massiv da drauf jetzt. Völlig irre. Genau. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Ich hoffe, er geht ein bisschen besser.
Boah, geile Nummer, ohne Scheiß, Leute. Hier ist drin. Da ist drin. Boah, ich habe heute eine Menge geschafft. Ist ziemlich cool, ich freue mich richtig. Ich kann so dermaßen Druck drauf geben hier. Aber ich traue dem ganzen Braten trotzdem nicht. Ich werde von hier noch Stützen bauen, eine Stütze bauen. Exakt wie da auch. So. Also eine in der Ecke. Oder hier, also neben dem Loch hier. So hier. Und eine direkt da in der Mitte nochmal einfach als Stütze. Das, ihr wisst, was ich meine. So. Ein ganzes Stückchen weitergekommen heute. An die Wände müssen wir nicht mehr dran, die müssen wir nicht mehr runterrupfen. Ich bin total happy damit. Mega, richtig, richtig gut. So Leute, mein Akku geht zu Ende. Ich werde die Woche noch weitermachen. Ich weiß nicht, wie weit ich im Video bin, falls ich schon ziemlich weit bin. Ich meine, wir haben ja heute auch ein bisschen was geschafft. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ansonsten und hier Kanal abonnieren und so nicht vergessen. Eine Glocke drücken und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Und ja, so vor der Sonne. Noch kurzer Nachtrag. Ich habe gerade schon Tschüss gesagt, aber ich habe gedacht, ich mache noch mal kurz das Holz da rein. Die Verblendung von vorne ein Stück. Den Rest werde ich natürlich auch noch unten verblenden. Aber das sieht schon mal jetzt nach einer ganz anderen Nummer aus. Hatte ich gerade irgendwie noch Bock drauf, das zu machen. Sieht von vorne so aus. Zack. Ich hoffe, da kann man das erkennen. Ich mache mal ein bisschen heller hier. So. Genau. Das sitzt da echt Schmackes drin. Schön, schön verschraubt. Ja, jetzt wird richtig kalt gerade. werde ich jetzt Jacke anziehen, aufräumen und morgen, übermorgen irgendwie so weitermachen. Genau. Aber ich bin echt zufrieden. Sieht sehr geil aus. Ganzes Stück voran. Ich bin jetzt nochmal anders motiviert, weil das Ganze jetzt auch nochmal anders aussieht, finde ich. Da nochmal zu sehen. Macht schon Bock, macht einen ganz anderen Eindruck. Und so hat man jetzt auch das Gefühl, das Ganze fängt jetzt erst richtig an. Ne? So, jetzt habe ich dadurch aber auch schon eine schöne Kante für die Holzunterkonstruktion. Dann weiß ich zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, wie hoch ich sägen muss jetzt und so. Ich bin zufrieden. So, jetzt aber tschüss.